Ich bin Jutta, ich lebe hier in Ringrode auf einem Hof und ich hatte vor einem Jahr einen schweren Reitunfall. An dem Tag bin ich zum Turnier gefahren, wollte meine Prüfung reiten und dann bin ich dem Sprung angeritten, Sprung 6, und habe mich einfach in der Distanz verschätzt. Das Pferd hat sich auf den Popo gesetzt, ist in den Sprung gelandet und ist dann zweimal auf mich drauf. Erst aufs Knie und dann auf den Oberkörper, wo dann alles, wo ich es nur noch knacken gehört habe. Ich bin Ralf Borgmann. Ich bin Agenturleiter in Steinfurt und bin seit über 20 Jahren bei der Provinzial und seit fast 11 Jahren selbstständig in Steinfurt. Als ich von dem Unfall erfahren habe, da war ich erstmal persönlich geschockt, weil ich die Familie auch schon so lange kenne und auch die Jutta. Und im späteren Jahr erfuhren wir erst, wie schwer der Unfall wirklich gewesen ist. Ich lag circa 8 Wochen im Krankenhaus, wurde mehrfach operiert, 5 Rücken-OPs, 2 Knie-OPs. War eine sehr, sehr schwere Zeit. Ich konnte, wenn man von jetzt auf gleich aus dem Leben gerissen wurde, ich konnte nichts mehr selbstständig. Ich konnte weder alleine aufstehen, mich alleine aufrichten. Ich war 24/7 ans Bett gefesselt und auf fremde Hilfe angewiesen. Musste dann, als ich dann nach 8 Wochen aus dem Krankenhaus entlassen wurde, alles neu lernen. Also von neu aufstehen, neues Laufen lernen. Ich konnte am Anfang meine Beine nicht richtig bewegen. Die Schwester von Jutta hat sich dann ungefähr eine Woche später bei uns gemeldet und wir haben gemeinsam die Unfallanzeige aufgenommen. Ab dem Zeitpunkt hat dann direkt das Reha-Management gegriffen und es wurde sich um alle Versicherungsbelange gekümmert. Und ich hatte direkt meinen direkten Ansprechpartner. Zum Glück hatte sie unser sogenanntes Reha-Management. Damit versuchen wir, über intensive Reha-Maßnahmen die Person möglichst schnell wieder fit zu kriegen. Ich kann nur allen, die eine Risikosportart betreiben, empfehlen, eine Unfallversicherung abzuschließen. Nee, eigentlich kann ich es grundsätzlich allen Leuten empfehlen, weil wenn man die hat, ist man wirklich gut abgesichert. Neben dem Reiten bin ich auch immer schon gerne Fahrrad gefahren und ein ganz besonderer Moment war für mich einfach, als ich wieder Fahrrad fahren konnte. Das wurde dann auch noch per Video festgehalten, das habe ich dann ganz stolz bei WhatsApp gepostet. Das war wirklich sehr emotional für mich, dass ich das einfach wieder konnte. Das war immer mein Ziel, Treppe laufen und Fahrrad fahren können. Und als ich das dann erreicht habe, das war schon was ganz Besonderes für mich. Der Moment, wo sie zum ersten Mal auf dem Fahrrad saß, der hat mich total berührt. Ich habe sie sofort angerufen und gefragt, ob sie besser geht. Das war absolut toll. Jutta ist das beste Beispiel dafür, wie wichtig eine Unfallversicherung ist. Wenn du wirklich stark verletzt bist, ist ein guter Partner Gold wert. Und ich freue mich, dass wir Jutta so gut helfen konnten. Die Ärzte im Krankenhaus und auch in der Reha haben mir alle gesagt, ich muss jetzt mindestens ein zweites Mal im Jahr Geburtstag feiern. Meine Familie hat das sehr, sehr ernst genommen und auch meine Freunde. Und deswegen habe ich hier vor kurzem bei uns auf dem Hof meinen Geburtstag groß gefeiert.